Hey und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Wir spielen heute Pinhead, wie in jedem dritten Video, und zwar mit den Wriggling Maggots, also einem der Turnrate Addons, und mit einem seiner schlechtesten Addons, Spoiled Meat. Increases the Possessed Chain's Maximum Travel Distance by 2 Meters, bedeutet, wir haben 2 Meter mehr Spielraum, wenn wir mit unserer Chain traveln, ja, aber es ist scheiße. Es ist grundsätzlich einfach nur scheiße. Ich wollte es aber trotzdem mal ausprobieren, weil ich benutze dieses Addon nie aus Gründen, aber da ich es auf diesem Kanal auch noch nie vorgestellt habe, dachte ich mir, wäre es vielleicht mal ganz witzig. Zusätzlich benutze ich Deadlock, Saved by Solas, Scorchok Pain Resonance, was im kommenden Patch sehr gebutschert wird, und ja, Dropped Intervention für den Slowdown am Anfang. Komm gerne in meinen Discord-Server, Link findest du unten in der Videobeschreibung und in den Kommentaren, dann wünsche ich dir jetzt noch viel Spaß mit diesem Video. Badham Preschool 1. Ich habe Glück gehabt, das ist tatsächlich die beste Map, die ich hätte bekommen können von den Badham Maps. Wir spielen gegen einen Prestige 100 Survivor, und zwar die Mag. Sie ist gleichzeitig, ich glaube, Content Creator. Oder eher? Ich bin mir gar nicht so sicher. Das müsste ich mal nachschauen später. So, jetzt muss ich aber erstmal schauen, dass ich hier die Lament Configuration ganz zu Anfang finde. Ist tatsächlich nicht so einfach, vor allem, weil ich jetzt eine Zeit lang, okay, genau die andere Seite, nicht mehr gespielt habe. Für die, die es nicht wissen, obwohl ich glaube, ich habe es im letzten Video erwähnt. Ich hatte eine... Das war der krasseste Lag, den ich jemals in Dead by Daylight hatte. Ich habe seit 3 Monaten kein Dead by Daylight mehr gespielt. Ich habe jetzt erst vor, ich glaube, 4 Tagen wieder angefangen. Bedeutet, das war, nice try. Das war also wieder der Moment, wo ich so ein bisschen Motivation hatte. Sie ist nach unten gelaufen, okay. Oh, hi David, na? Jumpscare. Ich wollte dich gar nicht. Gut, dann nehmen wir dich. Wir haben schon 2 Saved by Solas Stacks. Ja, ich muss mal schauen. Das hier ist eigentlich keine gute Idee, aber zum Scouten wird es reichen. Genau, deswegen ist es keine gute Idee, weil man hat keine Ahnung, was man hier macht. So, hier lang. Hier vorne ist jemand. Der wird sich wahrscheinlich verstecken. Oh. Oh, Yui macht das sogar. Okay, awesome. Ja, Yui. Ich bin ein bisschen eingerostet, aber trotzdem sollte ich dich kriegen. Ja, gut. War ein bisschen knapp, hätte sie, glaube ich, droppen können, aber die Hit-Detection für die Palette, wenn man gerade gechained ist, soll tatsächlich relativ schwer sein, wenn man auf Controller spielt. Ich habe jetzt selber Dead by Daylight noch nie mit einem Controller gespielt, beziehungsweise es mal ausprobiert, als ich das Spiel angefangen habe, damals 2018 oder 2019. Gut, irgendwo ist ein Generator auch gepoppt worden. War es der hier unten? Der ist ja weit zumindest. Okay, warte. Fuck, ich hasse das, Mann! Okay, da halt nicht, dann gehe ich zurück. Ich wollte eigentlich da unten eine Chain platzieren, aber... Ja, Dead by Daylight meinte so, nö, sehe ich nicht. Okay, die Box müsste entweder da vorne oder da vorne sein, aber da jemand am Generator ist, müsste die Box ja irgendwo hier sein, oder? Und wenn sie hier nicht ist, ist sie ganz da hinten in der Ecke. Okay, tatsächlich nicht. Oh, hier. Wait, ich habe sie gehört. Hier, super. Habe ich doch richtig predicted. Da hat sich mein Muscle Memory, hat mich da doch nicht im Stich gelassen, zum Glück. Ich habe übrigens mega schöne Charms dabei. Gefallen mir sehr gut. Einmal so ein Trickster-Vinyl-Figur. Und 2 Saw Charms, einmal Mr. Snuggles und einmal die Saw Maske aus Saw 4, die Schweinemaske meine ich aus Saw 4. So, das ist die Prestige 100 Mag. Mal schauen, was wir hier machen können. Sollte kein Hit sein, aber zumindest ein Pallet Drop. Shaq ist also schon mal eliminiert. Und gut. Ich hätte vielleicht ein Addon mitbringen sollen, was mehr Chain spawnen lässt, also sprich die Impaling Wires von Deep Throat, also dem Hellraiser-Charakter, das wird eher aus dem Kontext geschnitten, ist auch völlig egal. Mag, komm her jetzt. Megan, oh, ich spiel so scheiße. Ich muss mal schauen, ob die SWFs sind, damit ich mich rausreden kann. Hallo? Jemand zu Hause? Hier arbeitet keine Sau. Okay, Free Gen, maybe. Box ist gespawnt, könnte da hinten sein.
Gehe ich vielleicht direkt auch mal hin, weil hier hinten, warum sollte hier hinten jemand sein? Generator schon fertig. You know what I mean. Ah, höre ich sie, höre ich sie, höre ich sie? Ich höre sie nicht. Alles klar, dann vielleicht da hinten. Ja, gut, gut, gut. Okay. Dann halt nicht, dann halt nicht. Die Box muss ja irgendwie da drüben sein, oder? Anders kann ich es mir nicht erklären, außer ich habe sie überhört. Aber das Problem ist, es gibt so einen Bug, dass sie manchmal leider keine Geräusche macht. Von daher, hätte das tatsächlich sein können. Okay, ich habe keine Ahnung, wo die Box ist, wenn ich ehrlich bin. Nee. Gut, dann werde ich es aber gleich erfahren. Ich gehe schon mal so in diese Richtung, präventiv, um die Box dann vielleicht abzufangen, sobald jemand die aufheben sollte. Sie muss ja hier irgendwo sein, oder? Oh, da bin ich komplett dumm. Ich bin wahrscheinlich komplett dumm. Nee, ich hatte recht. Okay. Hi, David. Na? Porkchain, Porkchain, Porkchain. Awesome. Oh, fuck, ich dachte... Fuck, 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 fuck. Ich dachte, hier wäre die Palette. Und hier war ich leider ein bisschen zu... voreilig. Der ist draußen. Oh, no. Don't do that. Ich weiß nicht, warum da Voice Lines sind, wenn da keine sein sollten. Das war mein zweiter Down jetzt. Ja, nicht so gut. Ganz und gar nicht gut, ganz und gar nicht gut. Wir müssen das irgendwie wieder rumreißen. Box wird da drüben sein. Box wird da drüben sein. Wir müssen jetzt ein Chainhand nach dem anderen hier triggern. Entweder da drüben oder da drüben, aber ich glaube, Shaq ist jemand. Warum sollten die nicht bei Shaq sein? Ja, genau, hier vorne. Gut. Zweiter Chainhand. Dann werden die hoffentlich einmal interrupted. Dann sehe ich nochmal die Survivor, wo die alle sind. Gut, okay. Fuck. Deadlock. Ja, ist fein. Dann müsste... Da vorne. Gut. Das ist die Claudette. Ich glaube, das ist meine... Oh ja, David. Danke. Danke. Oh, wow. David ist mein Freund. David, mein Buddy. Auf dich kann ich doch immer zählen. So, warte mal. Ich warte eben. Und jetzt hebe ich ihn auf. Damit ich... Dann, wenn Deadlock weg ist, den Painrest triggern kann. So, genau, da war nämlich jetzt die Mac unten. Damit hat sie auch schon gerechnet, wahrscheinlich, aber... Ich muss jetzt ein bisschen Gas geben. Sie weiß, dass ich von hier kommen würde. Oh nein, es war gar nicht die Mac. Okay. Oh, die Turn Rate Add-ons at its best. Nice. Deswegen liebe ich die. Deswegen liebe ich die Turnrate Addons. Ich glaube, man kann so langsam verstehen, warum. Ich probiere die ja mal im Video zu showcasen, aber bekomme es nie hin, weil ich während der Aufnahme wie Dogwater spiele, wie man so schön sagt. Oh, Porkchain, Porkchain. Awesome. Gut, gut, gut. Dann kommst du einmal her. Aber ja, da hat man gerade gesehen, was so 15% Turnrate alleine ausmachen können. Also den Curve, den hätte ich halt niemals hinbekommen, wenn ich die Turnrate Addons nicht dabei hätte. Oh, shit. Ja, da haben die gerade durchgepressured da vorne. War das die Claudette? Sah so aus, oder? Claudia. Okay, die Claudette möchte ich eigentlich halt nicht, weil, naja. Verliere ich halt all meine schönen... süßen Stacks, die ich mir aufgebaut habe. Aufgezogen wie meine eigenen Kinder. So. Oh oh. Bitte kein Pellet, Son. Bitte. Bitte nicht. Okay. Du kommst daran. Einfach nochmal so viele Punkte wie möglich bekommen. Und dann sollte das hoffentlich gehen. So, warte mal. Im Haus ist jemand. Ich muss aufpassen, dass sie das Gate nicht aufmachen. Dann sollte ich eigentlich fein sein. Okay, Second Stage würde ich auf ihr gerne irgendwie forcen. Bedeutet, mit Safety of the Solar sollte das eigentlich funktionieren. Super. Und ich weiß, ich campe gerade, aber Camping ist halt das Einzige, was man gerade machen kann. Und ihr solltet da auch niemanden irgendwie vorverurteilen, der das macht, weil in der Situation, in der ich gerade bin,
Endgame, alle Survivors sind am Leben, ein Survivor ist am Haken. Hookcamping ist da tatsächlich meiner Meinung nach gerechtfertigt. Mache ich nicht gerne, aber ich glaube, man kann verstehen, warum ich es gerade tue. Aber, ah, fuck. Aber da hat man gesehen, das hat was gebracht. Der David ist tot. Ja, okay. Gut. David ist tot. The King is dead. Long live the Queen Mac. Ja. Egal. War auf jeden Fall eine spaßige Runde. Mal schauen, ob ich nochmal den letzten Hit bekomme. Oh, gehen die raus, damit sie die Hatch kriegt? Das war natürlich was. 1, 2, 3. Und dann wäre es jetzt natürlich... Ah, fuck. Noch schön, wenn ich irgendwie die Chain bekommen hätte. Ja, alles gut. Damit ich sie vielleicht auch am Gate hätte aufhalten können. GG, well played. So, einmal hier nochmal. Würde ich sagen, komm gerne in meinen Discord-Server. Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Das Turnroid Addon ausprobieren, und zwar die Wriggling Maggots. Aber nicht nur das, sondern tatsächlich auch Spoiled Meat, ein ziemlich schlechtes Addon von Pinhead. Aber, oh Gott, Voice Crack. Okay, ich starte mal neu.